Liebe Freunde des virtuellen Wahnsinns, heute werde ich mit euch die wichtigste Sache klären, wenn man hier draußen leben möchte. Nämlich, ob ich tatsächlich die Jurte warm und trocken bekommen kann oder ob es so ist, wie bei einem Zelturlaub am Wochenende, nass und klamm, also sehr unangenehm. Also, es bleibt spannend und bleibt bis zum Ende dran. Bis dann. Wie man hier an der Wettervorhersage sehen kann, soll es am Montag in 3 Tagen richtig schön kalt werden. Und an dem Tag werden wir den ultimativen Test starten, ob die Jurte warm und trocken bleibt. Ein typischer Wintermorgen. Es liegt zwar kein Schnee, aber es ist ziemlich kalt, -3 Grad. Der 8. Januar 2024. Mit dem ultimativen Test, ob eine Jurte warm und trocken wird, also ähnlich wie einem Haus, oder ob das eher ein Zelturlaub ist, klamm, feucht und kalt. Guten Morgen, ihr Lieben. Das ist so ein typischer Wintermorgen. Der 8. Januar und hier auf dem Quecksilber hoffe ich, dass man jetzt sieht, wie kalt es ist. Und zwar sollten da jetzt -3 Grad angezeigt werden. Ja, es wird auch. Und ich werde jetzt hier gleich ein bisschen Holz machen für den Ofen. Und dann schauen wir mal, wie warm es in der Jurte wird. Also es ist noch recht früh am Morgen. 8 Uhr und deshalb ist die Belichtung so gering. Ich habe noch kein externes Licht. Wie zu erwarten war, zeigt das Quecksilber hier drin eine etwas höhere Temperatur an, nämlich 0 Grad. Also es ist etwa 3 bis 4 Grad wärmer hier drin als draußen. Und jetzt werde ich gleich mal hier den schönen Ofen anmachen. Und dann werden wir beobachten, wie sich das Ganze verändert. Es ist jetzt übrigens derweil 8.22 Uhr. Draußen ist es auch etwas heller geworden. Ich werde jetzt hier mal so ein bisschen ein paar Locken da reintun in den Ofen. Als Anzünder. Hier wird natürlich offen gedreht. Und da die Locken jetzt so zerbröselt sind, mache ich da noch etwas Birkenrinde dazu. Die brennt auch ganz fabelhaft. Was auch schon mal sehr positiv ist, das zieht alles nach hinten, das ist gut. Also nach hinten heißt in den Ofen rein.
Wenn man es falsch macht, dann raucht es hier in die Jurte rein. Das ist dann ganz übel. Auch nicht gut für die Gesundheit. Ihr müsst übrigens mein Geräusper entschuldigen, aber das habe ich schon seit Kindestagen an. Es ist irgendwie nicht abzustellen. Tja. Ich sollte das mal mit der anderen Hand machen hier. So, dann kann man es besser sehen. So, jetzt müssen wir einen Moment warten, bis das da schön brennt in dem Ofen. Sieht wunderbar da hinten in das Übergangsrohr rein. So, und das ist auch der Ofen hier. Da hinten gibt es eine Drosselklappe. Die habe ich da eingebaut. Da sieht man so einen kleinen Hebel oder Regler. Da kann ich dann die Abluft drosseln und hier vorne kann ich die Zuluft regulieren. Also so ist es komplett offen und so kann ich das ein bisschen schließen. Da sind nur noch so ein paar kleine Löcher offen. Und wenn es so steht und dazu auch noch oben die Klappe offen ist, dann kriegt das Feuer 100% Sauerstoff. Und dann zieht der Ofen maximal. Oder der zieht nicht maximal, sondern der kriegt maximal Sauerstoff. Wenn ich jetzt oben die Klappe etwas zumache, also oben den Deckel drauf mache, dann ist es so, dass der etwas stärker zieht. Also es muss ja die gleiche Luft durch eine kleinere Öffnung und dann ist natürlich der Zug etwas stärker sogar noch. Und dann fängt es auch an zu rauschen. So, noch ein bisschen Anzündholz reingemacht. Und jetzt kann ich auch hier mit dem Schürhaken das Holz nach vorne ziehen und dann also ihr seht, das raucht jetzt auch schon wieder etwas stärker. Die Wäsche wird jetzt etwas rauchig. So. Und jetzt kann ich, weil der große Kessel hinten natürlich auch etwas mehr Hitze hat, kann ich jetzt hier vorne auch etwas Holz nachlegen.
An besonders kalten Tagen bin ich übrigens am liebsten zu Hause, damit ich den ganzen Tag über heizen kann und abends dann die Jurte schön warm ist und ich ins warme Bett gehen kann. Man sagt übrigens, dass Holz fünfmal warm macht. Also beim Sammeln, Sägen, Verbrennen, Kochen und beim Heizen. Ich weiß nicht genau, wie dieser Spruch geht. Man könnte auch das sogar erhöhen auf sechsmal warm machen. Schreibt es doch mal in die Kommentare, wie der Spruch wirklich geht. Vielleicht fällt euch der ein. Wir gucken jetzt zwischendurch mal auf das Thermometer. Wir haben jetzt schon, ich muss gleich mal auf die Uhr schauen, 9 Uhr, 8:30 Uhr oder 8:35 Uhr. Und wir werfen jetzt mal einen Blick auf das Thermometer. So, das Thermometer zeigt noch keine gravierende Änderung an. Also es steht noch bei 1 Grad um 8:35 Uhr. Ich hätte auch noch dazu sagen müssen, dass es sich bei meiner Jurte um keine herkömmliche, sondern um eine selbstgebaute Jurte handelt. Wobei, ob das so einen großen Unterschied macht, ja, aufgrund der Bauweise wage ich mal zu bezweifeln. Also ich habe hier als Isolation eine Schicht Wollfilz. Und diese Schicht ist 20 mm stark. Und ich habe natürlich eine Außenplane, die die Feuchtigkeit abhält. Und dazwischen ist etwas Luft. Aber ihr werdet gleich sehen, also ich weiß ja schon so ungefähr das Ergebnis. Ihr werdet sehen, dass es relativ schnell geht, dass es so bis 15, 20 Grad warm hier drin ist. Aber wir werden uns das Ganze jetzt mal anschauen. Viel Spaß dabei.
Man hat natürlich auch immer so verschieden warme Bereiche. Also direkt hier am Ofen ist es natürlich etwas wärmer als da drüben an der Leiter zum Bett hinauf. Und wenn ich jetzt hier Feuer mache, dann stehe ich natürlich direkt am Ofen. Also habe es auch immer etwas wärmer schon. Jetzt haben wir 8.40 Uhr und es ist schon etwas wärmer hier geworden. Ich habe jetzt auch schon meinen Topf mit dem Porridge auf den Ofen gestellt. Schneide jetzt hier noch eine Banane rein. Für mein Frühstück. Und ich habe außerdem hier hinten an der Drosselklappe etwas runterreguliert, damit nicht die ganze Hitze da hinten verloren geht. Und es könnte gleich sogar anfangen zu glühen hier an der Seite. Dann wird schön ziemlich viel Wärme hier in die Jurte hinein und nicht so viel in den Wärmespeicher hinten. Ich lege jetzt hier noch mal ein bisschen Holz nach. Warte mal noch einen Moment. So, hier hängt außerdem meine Wäsche, die ich gewaschen habe. Unterhosen, Socken und T-Shirts. Und derweil ist es draußen auch schon hell geworden. So, wir schauen nochmal da drauf. Ah ja, also es sind jetzt schon 3 Grad. Schon. So sieht man es am besten, 3 Grad. Ich wollte euch übrigens auch noch als kleines Indiz dafür, dass es hier nicht so feucht drin ist, meine Bücher oder Unterlagen zeigen, weil viele Leute denken, wenn es hier feucht drin ist, dann wellen sich ja die Seiten von den Büchern, aber das ist nicht so und das gucken wir uns jetzt mal an. So, das ist mein Schrank und hier habe ich diverse Unterlagen drin, unter anderem auch einen Ordner mit verschiedenen Unterlagen und Versicherungsbelegen und so. Und hier zum Beispiel die Frankfurter Rundschau, Tageszeitung. Und da kann man auch deutlich sehen, dass die Papiere hier alle noch ziemlich gerade sind, also da wälzt sich überhaupt nichts. Das ist nicht sonderlich feucht. Oder die Luftfeuchtigkeit ist nicht sonderlich hoch. Also relativ normal. Ich habe auch hier noch so einige Zettel drin und die sind auch alle, also der ist jetzt hier so ein bisschen nass geworden draußen. Der hat ein bisschen Regen abbekommen. Aber auch die Sachen sind nicht sonderlich gewellt. Sind übrigens Trainingsaufzeichnungen vom Krafttraining. So, um 8.49 Uhr hat sich doch schon erheblich was getan. Wir haben jetzt 5 Grad plus in der Jurte. Also man kann noch nicht davon sprechen, dass es sonderlich warm geworden ist oder dass es sonderlich warm ist. Aber es tut sich was. Die Jurte ist außerdem so konzipiert,
dass das Bett dort ist, wo es am wärmsten ist, nämlich über dem Ofen. Und dort, wo die meiste Wärme ist oder die Wärme am schnellsten ist, befindet sich auch das Bett. Natürlich steht auch die Couch so, dass man sich schnell die Füße warm machen kann und auch der Hund von der Wärme partizipiert. Ja, ne, Rally? Und natürlich steht auch die Couch so, dass man immer den Zugriff zum Ofen hat und sich die Füße wärmen kann und natürlich auch die Hände und es sich schön gemütlich machen kann. Es ist sogar so warm und trocken in der Jurte, dass innerhalb von 1,5 Tagen meine Wäsche getrocknet ist, die ich hier am Ofen aufgehängt habe. So, Freunde, es ist jetzt 9.30 Uhr etwa, also seit Einheizen des Ofens ist etwa 1 Stunde vergangen und die Temperatur ist um etwa 15 Grad, also um genau zu sein, um 13 Grad gestiegen. Das ist doch schon eine ganze Menge, also hier drin lässt es sich auch angenehm wohnen. Dazu ist noch festzuhalten, dass man natürlich auch mal den Kontrast zu draußen hat. Das heißt, wenn man hier reinkommt in eine Behausung, die mit Holz geheizt wird, dann fühlt es sich etwa 20 bis 25 Grad wärmer an. Also es ist natürlich auch immer eine wichtige Sache, die gefühlte Temperatur zu betrachten. So, die Temperatur ist innerhalb einer Stunde auf etwa 15 Grad gestiegen. Also es lässt sich ganz gut wohnen da drin. Und jetzt haben wir auch mal ein paar Zahlen dazu. So, ihr Lieben, nun komme ich zu meinem kleinen Abschlussfazit. Man muss natürlich jetzt auch sehen, wie viele Monate es gibt oder Wochen im Jahr, an denen man überhaupt heizen muss. Das heißt also, wo die Außentemperatur auf weit unter 0 Grad sinkt, so wie jetzt heute beispielsweise. Und dann kommen natürlich erfahrungsgemäß so diverse Sachen dazu. Wie zum Beispiel, dass abends die Temperatur deutlich schneller ansteigt und der Ofen besser zieht. Ich kann nur spekulieren, woran das liegt. Es wird gefühlt abends deutlich wärmer und natürlich hat man auch in der Jurte verschiedene Bereiche, wo es unterschiedlich warm ist. Also da, wo jetzt das Thermometer hing, das war so in der Raummitte. Abends, wenn ich ins Bett gehe, dann ist es oben deutlich wärmer. Also nochmal 2-3 Grad wärmer als unten. Am Boden wird es tendenziell noch etwas kühler.
Deshalb muss ich immer schauen, dass die Füße warm bleiben. Und letztendlich muss man dann die Frage stellen, ob man für diese wenigen Wochen im Jahr, also nehmen wir mal, das sind jetzt 5, 6 Wochen insgesamt oder noch weniger, wo die Temperatur so weit unter Null ist, dass man den ganzen Tag durchheizen muss. Und diese Wochen, die nehmen wir mal jetzt im Vergleich zu der Zivilisation, wo man dann eine Mietwohnung bezahlen muss für viel Geld und diverse andere Unannehmlichkeiten hat. Und da muss man selber die Frage sich beantworten, ob man die Unannehmlichkeiten alle in Kauf nimmt und dafür dann eine Wohnung hat, die morgens noch warm ist oder die 15 Grad hat morgens, wenn man aufsteht, oder halt, ob man in einer Jurte wohnen möchte, wo die Temperatur dann morgens auf unter 0 Grad oder etwas über 0 Grad gesunken ist. Ja, also ich beantworte die Frage immer noch mit ja. Also ich möchte lieber in einer Jurte wohnen als in einer teuren Mietwohnung, um dann die kalten Wochen überbrückt zu haben. Und warm wird es hier drin auch. Und man kann natürlich da auch improvisieren, also dickere Socken anziehen und draußen arbeiten, dass man gar nicht in der Jurte ist. Und so mache ich es normalerweise auch. Also ich sitze da nicht den ganzen Tag im Winter hier rum und muss gucken, dass es dann durchgängig beheizt ist. Wichtig ist, dass es abends warm ist und dass man dann was Warmes zu essen hat. Möglichst scharf natürlich auch, damit den Körper von innen noch ein bisschen heizt. Und ich renne ja auch nicht den ganzen Tag hier rum und misst die Temperatur. Also das Thermometer ist nicht mein Survival-Tool Nummer 1. Das heißt, die gefühlte Temperatur ist viel wichtiger. Wenn einem also nicht kalt ist, dann braucht man auch keine Behausung, die noch wärmer ist. Sprich, dicke Wände wie in der Zivilisation sind unnötig, wenn man so eine Jurte schnell beheizt bekommt. Also man siehe ja innerhalb einer Stunde und das können auch 2 Stunden sein. Also hier wird es natürlich auch 20 Grad drin abends. Ja, also man kann improvisieren. Ich sage immer noch ja dazu. Und gemütlich und kuschelig wird es auch in einer Jurte. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Und bis bald bei Fragen, bitte in die Kommentare oder per E-Mail. Einzig unangenehm ist, morgens aus dem warmen Bett aufzustehen, wenn es Minusgrade hat im Winter. Und dann den Ofen anmachen zu müssen. Oder eben von Besuchen bei Freunden abends nach Hause zu kommen und sich dann ins kalte Bett zu legen. Aber da kann man natürlich dann auch den Ofen nochmal anmachen. Das hat man alles in der Hand. So, derweil haben wir Nachmittag 15 Uhr etwa. Und man sieht jetzt ganz deutlich, dass die Temperatur sogar auf über 20 Grad gestiegen ist. Also, liebe Freunde, in der Jurte ist es schön warm und trocken. So, ich zeige euch auch mal mein Holzlager. Also der ganze Bereich hier vorne, der war im November auch gefüllt. Und das ist so etwa, ja, so 1 Meter Holz, würde ich sagen. Den habe ich jetzt in den 2 Monaten schon verbraucht. Übrig für den Rest des Winters, also bis März, würde ich sagen, ist noch der Teil hier. Das ist auch nochmal so ein halber Meter vielleicht. Der vordere Teil hier war auch noch voll. Und das sind dann insgesamt so ein Dreiviertelmeter gewesen, vielleicht 1 Meter. Und hier drunter, unter der Veranda, habe ich auch nochmal
So etwa 1 Meter Holz. Ach, guck, da liegt sogar noch ein Socken von mir, der hier oben gehangen hat zum Trocknen. Jetzt weiß ich auch, wo der Socken ist. So, und hier unten drunter, da habe ich auch noch mal ein Holzlager. Und da liegt etwa auch noch mal so 1 Meter Holz. Ja. Sockenholz. Holzsocken. Ja. So, der Socken, der ist leider nicht getrocknet, sondern komplett eingefroren, weil er da draußen gelegen hat. Also ihr seht, das ist kein Fake, dass es kalt draußen ist. Ja, leider ist er auch nicht mehr so ganz sauber jetzt. Ja, das tut mir leid, aber der muss jetzt gereinigt werden und dann in die Jurte aufgehängt werden.